Hallo, ich bin die Andrea, bin 39 Jahre alt, komme aus dem Saarland oder wohne im Saarland in der Nähe von Saarbrücken und kandidiere zum 20. Bundestag. Hallo, ich bin Nikolas. Ich kandidiere auch im Saarland für die Bundestagswahl. Ich bin Doktorand an der Uni des Saarlandes. Kommentiert diese chinesische Weisheit: Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Das stimmt. Damit öffnet man ja alles. Also. Ja. Entweder oder. Ach, das ist geil. Twitter oder Instagram? Beides nicht? Nein, Instagram würde ich sagen. Nick, überleg dir mal zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und lass mich dann raten, was davon die Wahrheit ist. Ich war schon mal Bungee-Springen. Ich war nach meinem Abi auf einer Interrail-Reise und ich mag es nicht zu tanzen. Ich glaube, dass die Geschichte nach dem Abi, dass die wahr ist. Ja? Ja. Die andere Wahrheit ist, dass du nicht tanzen willst, magst. Das ist falsch. Du tanzt gerne. Ja. Echt? Ja. Wow, das hätte ich dir nie zugetraut. Beantworte diese Frage. Deine Lieblingsstadt in Europa ist? Paris. Das ging schnell. Jetzt beantwortest du bitte diese Frage. Welche berühmte Person würdest du gerne mal treffen? Ich glaube, ich würde gerne mal Frau Maya-Göppel treffen, weil ich sie sehr inspirierend finde, zurzeit hier in Deutschland für die für die Klimawende eintritt. Wer hat das gesagt und was denkst du darüber? Europa ist kein Ort, sondern eine Idee. Sagt mir was, ich habe vergessen, wer es gesagt hat. Ich finde aber, das trifft es perfekt, weil Europa ist viel mehr als nur die Summe seiner Staaten, sondern Europa sind die Menschen da drin. Europa ist eine Idee insofern, dass es Zusammenhalt bedeutet, dass es Gemeinsamkeit bedeutet, dass es Solidarität bedeutet und einstehen füreinander und viele Werte vertritt. Es war eine verdammt schwere Entscheidung. Motiviert habt ihr mich, ganz ehrlich. Auch der Grund, warum ich mich echt darauf eingelassen habe, war unser Modell, unser Spitzenkandidierendenmodell mit der paritätischen Besetzung. Und ich will auch zeigen, dass auch wir Frauen, sage ich mal, gehört werden. Ich fand, das war schon eine schwierige Entscheidung, weil man natürlich schon, bedeutet ja was, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und für was einzustehen und dann sicherlich auch Kritik für einzustecken von manchen Leuten, weil das findet ja nicht jeder toll. Und das ist schon eine Sache, die mir jetzt nicht leicht gefallen ist. Es ist aber schon auch die logische Konsequenz aus dem Gedanken, den ich hatte, dass ich ja was bewegen möchte. Und ich glaube, man kann in einer Partei viel bewegen intern. Aber wenn man für die Gesamtgesellschaft noch mehr bewegen möchte, dann ist eine Kandidatur natürlich der beste Weg, weil man die Ideen der Partei in die Öffentlichkeit tragen kann und weil man im Zweifelsfall hoffentlich gewählt wird und dann auch wirklich diese Ideen umsetzen kann. Saarland ist ja quasi Europa. Also wir sind ja im Dreiländereck. Dann von der Geschichte her sind wir richtig europäisch. Und wir haben das jetzt gerade in der Pandemie gemerkt, wie wichtig es wäre, wie optimal es wäre, wenn gerade wir Grenzregionen gemeinsam arbeiten würden, wenn die Ämter sich untereinander austauschen dürften und könnten. Ja, ich finde auch, ich meine, dass die Grenze einfach zugemacht wurde. So viele Leute fahren jeden Tag über diese Grenze. Sei es zum Einkaufen, sei es um Familie zu besuchen, sei es zum Arbeiten. Und da war definitiv viel zu wenig Kommunikation. Wenn ihr noch mehr über uns erfahren Wenn ihr noch mehr über uns erfahren wollt, geht auf voltdeutschland.org. Da findet ihr auch unser Wahlprogramm.